Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zum ersten Vlog. Ich nehme euch ein bisschen mit auf die Reise nach Rüsselsheim zu Born to Bricks. Wir befinden uns jetzt hier bei mir im Flur. Ihr seht, alles eingepackt. Hier auch. Und da hinten auch. Genau. Ich werde das Ganze einladen und melde mich dann, wenn ich das Ganze eingeladen habe, wieder. Bis dahin. Ciao. So ihr Lieben, hier seht ihr das Mock jetzt einmal in seinem aufgebauten Zustand auf der Messe. Ich war relativ früh morgens dort und hier habt ihr noch ein kleines Easter Egg mit zwei Ewoks, die ihr Frühstück fangen. Hallo ihr Lieben, ich bin wieder zu Hause. Ich hab's leider nicht gepackt, das Einpack-Chaos zu filmen und sowas. Aber jetzt hier mal so, ja, das ganze Zeug steht jetzt hier. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Hat eigentlich alles überlebt. Hier unten den einen Baum habe ich abgemacht. Ja, hier haben wir noch eine Eintrittskarte. Hier ein bisschen was anderes. Kann ich euch gerade mal was zeigen. Habe ich von meinem Sitznachbar bekommen. Ich hoffe, ihr erkennt, was das ist. Das sind diese Rankenteile, ganz viele. Danke auf jeden Fall da schon mal an ihn. Dann habe ich ein paar interessantere Steine gekauft. Plates und so. Beim lieben Brickfuchs. Hier einmal die Fliese, die hat er mir noch mitgegeben. Eine digitale Visitenkarte, auch ganz cool. Genau. Und dann war Multiverse of Brickness da. Der liebe Julian, er hat mich hier einen forschenden Doktor mitgegeben. Genau, ich habe auch mit ihm ein klein bisschen Video gedreht. Das kommt wahrscheinlich bei ihm auf dem Kanal. Genau. Dann hier einmal Karte. Ja. Hier unten ist halt der Rest. Da hinten sind die ganzen Dinos drin. Die haben auch alle überlebt. Hier ist einiges drin. Ausstellerstein und eine Kleinigkeit, die wir geschenkt bekommen haben. Ja, Ausstellplan. Die ganzen Teile, die ich mit dabei hatte als Ersatzteile. Genau. Also, so sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Tut mir leid, dass ich euch nicht mehr mitnehmen konnte. Ich hoffe, euch hat dieser trotzdem kleinere Vlog gefallen. Es kommt wahrscheinlich auch ein Video zur Ausstellung. Das kann aber ein bisschen dauern, weil ich da ein bisschen länger für brauche zum Schneiden. Grüße gehen raus an jeden, der bei mir vorbeigeschaut hat, der mit mir gesprochen hat. Danke auch an die Leute, die durch die Messe auf den YouTube-Kanal gekommen sind. Ich glaube, es sind nicht viele, aber es sind immerhin ein paar. Also Grüße gehen auch an euch raus. Genau. Besonders viele Grüße gehen an Opa Andi, den habe ich getroffen. Genau, Grüße gehen auch an Brick Ursel, Multiverse of Brickness. Und an den lieben Wolf of Brick Street und an den lieben Big Riot, aka David. Genau, falls ich irgendjemanden vergessen haben sollte, die drei sind auf jeden Fall schon mal erwähnt in den Kommentaren. Falls ich irgendwen von euch vergessen haben sollte, mit dem ich aber geredet habe, schreibt es doch gerne noch. Dann kann ich euch selbstverständlich auch noch erwähnen. Ein besonderer Dank geht noch an den lieben Opa Andi, der hier dieses schöne Bild geschossen hat. Schaut gerne bei ihm auf Instagram und YouTube vorbei. Auch er ist unten verlinkt. Und er hat mir dieses Bild ausnahmsweise zur Verfügung gestellt, dass ich es hier nochmal einbauen kann. Wirklich vielen, vielen lieben Dank. So ihr Lieben, ich melde mich hier jetzt gerade nochmal aus dem Schnitt. Ich habe ein bisschen nachsynchronisiert. Tut mir leid, dass im letzten Clip die Stimme nicht mehr so gut gewesen ist. Ich war die ganze Woche schon sehr angeschlagen gewesen und hatte dann natürlich Sonntagabend gar keine Stimme mehr, da ich doch mit vielen Leuten geredet habe. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ciao.